Und der Herr Spahn hat nicht vorausschauend denken können, dass das Virus ja zu uns kommt und wir natürlich auch Schutz brauchen. Ja? Ich bin vom Zweckverband alleine gelassen worden. Ich habe diesen Test selber bezahlen müssen. Da hat sich keiner gekümmert. Jetzt muss ich Maske tragen. Ich werde also morgen Dienst machen, ohne Maske, seitdem es infektiöses Geschehen war. Ich werde sehen, ob das geht. Es ist wahrscheinlich mein Abschluss. Ich werde nicht mehr zugelassen. Ich bin nicht zu gebrauchen im Rettungsdienst. Das wird mir sicher geschrieben werden. Der Brief geht aber morgen erst in die Post, nicht heute. Es kann aber sein, aufgrund dieser Rede werde ich morgen vom Dienst abgelöst und dann wird es keinen Notarzt geben. Auch am 24.12. habe ich das erste Mal seit 25 Jahren frei und habe Zeit für Familie. Seit 25 Jahren fahre ich Rettungsdienst am 24.12. Das ist mein persönliches Pech, dass ich der Wahrheit verpflichtet mich fühle. Was aber, weshalb ich hier auch zu Dr. Bodo Schiffmann gegangen bin, sagen möchte, es gibt eine klare Anweisung, dass allen Patienten, allen, bis auf denen, die wirklich auf dem letzten Loch pfeifen und nach Luft japsen, diese Maske aufgesetzt wird. Es werden auch Patienten, die mit Herzinfarkt eingewiesen werden, bekommen Masken drauf. Ich selber mache das selbstverständlich nicht und wenn der Rettungsdienst vor mir da ist und das getan hat, wird als erstes die Maske runtergetan. Aber ich habe Beschwerden von Hausärzten bekommen, die genau das erlebt haben. Und sie bekommen vom Rettungsdienstpersonal gesagt, nicht von den Notärzten, sondern von den Rettungsassistenten, dazu sind wir verpflichtet. Wenn ich dann nachfrage, die haben einfach Angst vor arbeitsrechtlichen Schritten. Da kann ich zehnmal sagen, Leute, tut euch zusammen. Es gibt auf dem Arbeitsmarkt keine Rettungsassistenten. Und wenn ihr alle sagt, nein, kann nichts passieren. Das Gleiche gilt für Ärzte. Ich bin seit 95 ungefähr aktiv als leitender Notarzt. Bin auch in der leitenden Notarztgruppe Chemnitz-Stolberg seit 95 ungefähr. Diese Kollegen wissen alle, dass hier was falsch läuft. Aber sie haben